Willkommen beim Josefstadt-Gespräch. Wir begrüßen Eva Maria Klinger. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich an einem besonderen Josefstadt-Gespräch. Ich begrüße nur Sie im Saal, sondern auch alle, die zu Hause gemütlich am Sofa sitzen und uns streamen. Wir haben heute zwei sehr unterschiedliche Gäste. Einen, von dem man wohl sagen kann, es gibt niemanden in Österreich, der ihn nicht kennt. Und eine Regisseurin, die hier noch nicht so bekannt ist, die den Kirschgarten inszeniert hat mit Otto Schenk in der alten Rolle des Firs. Amelie Niermaier, da will ich jetzt ganz kurz etwas sagen, damit Sie sich ein bisschen auskennen, wurde in Bonn geboren, hat sofort eine ziemliche Blitzkarriere hingelegt, hat mit 23 am Münchner Residenztheater nach dem Studium Ende der 80er Jahre begonnen, gleich Preise bekommen, war dort Hausregisseurin, dann Oberspielleiterin in verschiedenen deutschen Bühnen, in Dortmund und in Frankfurt. Dann war sie Intendantin 10 Jahre in Freiburg und nachher in Düsseldorf. Und seit 2011 ist sie wieder freischaffende Regisseurin, nicht nur am Theater, sondern mittlerweile auch an Opernhäusern. Sie hat zum Beispiel am nächsten Samstag Premiere in der Wiener Staatsoper mit der Urfassung des Fidelio Leonore. Am Theater an der Wien hat sie hier eine Rusalka und eine Elisabetta inszeniert. Aber sonst ist es eigentlich die erste große Schauspielregie in Österreich, die sie hier mit dem Kirschgarten abgelegt hat. Wir freuen uns sehr. Und ich finde, es ist auch eine große Ehre und eine Anstrengung für Otto Schenk, dass er uns heute begrüßt. Bitte ich auf die Bühne. Amelie Niermaier und the one and only. Der Otto hier. Otto Schenk, ich glaube, ich darf nicht nur sagen, ich freue mich, sondern ich darf das im Namen des Publikums sagen, wir freuen uns sehr und fühlen uns sehr geehrt und bewundern dich, dass du heute unser Gast bist. Unter anderem ist es auch der Anlass, weil du eine schöne Rolle spielst. Wie ist es dir gegangen, wie du erfahren hast, dass du den Firs im Kirschgarten spielen sollst? Es ist eine kleine Rolle, es ist auch keine besonders komödiantische Rolle. Was hast du dir gedacht? Ich habe mir gedacht, es ist eine kleine und nicht sehr komödiantische Rolle. Und ich bin ganz erstaunt, dass aus der Rolle überhaupt ein Erfolg. Ich halte es eigentlich mehr für eine Aufbahrung und komme mir vor wie ein Geist, der da erscheint und so an den Schenk erinnert. Aber es ist, ich habe eine andere Sache empfunden. Ich bin mit jungen Leuten, also jung ist ja alles, wenn man in meinem Alter ist, aber mit jungen Leuten zusammengekommen, hochbegabten Menschen, die schon viel weiter waren, weil ich wurde von ihr pardoniert, dass ich nicht als Reagierender ständig auf der Bühne sein muss. Das ist ja der. Ich wurde erst
durch Gnade später eingebaut. Und sie hat ihre Methode total geändert. Sie hat angefangen mit einer langen Rede, die ich nicht gehört habe, weil ich derisch bin. Und dann hat sie mich nur genommen, wenn ich unbedingt notwendig war. Und das war ich in dem Stück nicht sehr oft. Und, ja, doch, ein, zweimal die Woche schon. Ja, und dann haben wir uns so gut verstanden und um mich herum ein hochbegabtes Ensemble, das nicht den Josefstädter Trott getrottet ist, sondern einen eigenen Ton hatte, einen lebendigen, also wobei ich nicht sagen will, dass nur der tote Ton in der Josefstadt vorherrscht. Aber mein Ton war ein anderer und konnte verwendet werden und wurde von den ganzen jungen Leuten wahnsinnig verehrt. So verehrt, dass ich wirklich errötet auf die Proben gekommen bin. Gut, das ist aber auch das Verdienst deiner Regisseurin. Und fühlst du dich körperlich den Herausforderungen gewachsen, weil du musst gegen die Drehbühne gehen, du hast Niveauunterschiede, fühlst du dich ich körperlich? Ich kann abspringen nur. Frau Niemeyer, komm mal zu ein Stück näher, wenn es geht. Ja, ich habe Otti oft angeboten, dass wir die Drehscheibe langsamer drehen, aber er wollte immer eher schneller. Also du hast immer gesagt, ich tue ja nur so langsam und wir sollen ruhig Gas geben, ne, bei der Drehscheibe. Also ein bisschen was haben wir schon gehört, wie sind Sie einander näher gekommen? Ich nehme an, dass die Reizworte Konzeptprobe und Leseprobe sind Reizworte für den Herrn Schenk, glaube ich. Dass er da nicht dabei war. Das oh doch, der war aber ganz, es war ein großer Moment, der kam auf die Probe und ich hatte einen sehr langen Vortrag vorbereitet. Da sehr lange, habe ich mich, oh ja, da warst du dabei. Wo er nicht zugehört hat, er hat ja gerade. Oh, ich habe zuhören wollen, ich konnte nicht verstehen. Ja, das Interessante war, er saß, also wir hatten so einen großen Tisch und ich saß auf der einen Seite, er auf der anderen und es war natürlich, ich war auch gespannt, es war meine erste Begegnung mit dir. Und dann habe ich recht lange geredet, das stimmt, weil mir der Kirschkern wirklich sehr am Herzen liegt und ich auch sehr, sehr lange mich darauf vorbereitet habe und das Stück auch sehr, ja, einfach viele Jahre immer wieder überlegt habe, wie kann man das inszenieren. Und ich habe das recht ausführlich auch beschrieben, was mir wichtig ist und warum es mir wichtig ist. Und das hat dann so über eine Stunde gedauert und dann, oder anderthalb vielleicht sogar, und dann fragte ich danach den Otti so, und was meinen Sie, ist das auch in Ihrem Sinne, wie ich so über das Stück nachdenke und über die Übersetzung und alles? Dann sagt er so, hab kein Wort verstanden. Sag ich, okay. Daraufhin sagte ich, ja, warum nicht? Sagte er, ja, ich höre, war es zu weit weg. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum haben Sie nicht Bescheid gesagt? Hätten wir uns doch anders platzieren können. Sagte er, ach, war mir auch egal. Sie wirken, wie hast du gesagt, Sie wirken sympathisch und klug und das reicht schon. Sie müssen nur nicht so viel reden. Ja, da hat sie mir dann noch vorgeschlagen, wir treffen uns einmal einen Vormittag und wir reden über die Rolle. Habe ich gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn wir zwei über diese Rolle reden, machen wir Gesichter, die wir in der Rolle nicht brauchen können. Die Sprache des Theaters ist für mich eine suggestive. Und sie beherrscht sie enorm, diese suggestive. Sie braucht nur was andeuten und man versteht es. Und auf dieses Andeuten und Anspringen haben wir uns dann geeinigt. Und, ja, und das hat sehr gut funktioniert und ich war so glücklich, dass sie ein zweites großes Talent hat, an das sie nicht so geglaubt hat anscheinend. Dass dieses Spontane und die rundherum, ich sag die rundherum Schauspieler, die haben beide Sprachen verstanden, das Lange und das Kurze.
Ich habe nur das Kurze. Herr Otti ist einfach jemand, der will losspielen und loslegen. Du magst nicht lange sitzen und reden, sondern einfach, jetzt lass uns proben. Und manchmal war es nötig zu sprechen, aber ich weiß ein paar Mal, da haben wir so Durchsprechen gemacht, nochmal Sachen besprochen, da warst du immer ganz glücklich dabei zu sein. Immer wenn dann die Kollegen alle loslegten, hast du dich immer mega gefreut. Kann mich gut verstehen. Ja. Bin ich auch noch drauf reingefallen, ne? Nein, aber sie hat den Riesenhumor. Und über diese Sprache haben wir uns sofort verstanden. Hat man da jetzt auch durchgehört, wie du Regie geführt hast, nämlich nicht so viel reden, sondern sich spontan auf Situationen einlassen und wenig von Konzepten zu sprechen? Ja, ich habe das Wort Konzept in meiner Arbeit immer vermieden. Ich habe auch nie ein Regiebuch geschrieben, das hat sie, glaube ich, auch nicht. Naja, doch, glaube ich schon. Also, doch. Ich habe aber jetzt nicht so wie in der Oper jetzt genaue Gänge und so weiter, aber schon die Atmosphären und wie ich mir die Bilder vorstelle, das schreibe ich mir schon immer genau auf, ja? Du nicht? Nein, was ich mir aufschreibe, ist sofort vergessen. Ja. Man erzählt sich ja die böse Anekdote, dass du... das ist natürlich eine Weile her, zur Probe in die Staatsoper gefahren bist, weil du dort glaubt hast zu inszenieren und es war überhaupt keine Probe. Und dann hast du verzweifelt deine Frau angerufen, die dich immer gerettet hat und hat gesagt, ich bin in der Staatsoper und da ist aber gar keine Probe. Was ist los? Sagst du, du gehörst ja ins Burgtheater, du inszenierst ja gerade. Nicht wahr. Nicht wahr. Es war anders, ich bin beim Seef, nein, Salmhofer. Ui, das ist lang her. Der eine Art Schmierendirektor war. Ja. Sie haben dann gesagt, also was wollen Sie, wie wollen Sie anfangen? Da habe ich gesagt, naja, mit dem Duett, so die heimliche Ehe, da brauche ich den Tenor und die Sopranistin. Sagt er, jedes Wort Gold, was er sagt. Also es hat ihm so gefallen, dass ich den Einfall hatte, die zwei Leute zu bestellen, die das Stück beginnen. Es war damals, es war auch voreilig, denn beide hatten einen Urlaub. Frau Niemeyer, Sie haben schon, wie Sie mir schon erzählt haben, 3 Tschechows inszeniert mit großer Freude und der Kirschgarten war irgendwie ein Sehnsuchtsstück. Warum? Der Kirschgarten ist einfach so ein bisschen die Krönung von Tschechow. Ist ja oft so das Alterswerk, das größte Werk, was er auch eben geschrieben hat, eigentlich kurz vor seinem Tod. Und man hat so das Gefühl, alles, was so in den anderen Stücken schon anklingt, ist da noch weiterentwickelt. Also auch die Figuren, bestimmte Figurenkonstellationen sind fast ähnlich in anderen Stücken. Und hier sind sie immer noch mal eins weitergetrieben. Im Humor, in der tief traurigen Dimension, die da drunter liegt. Also ich finde, in dem Stück ist eigentlich alles so perfekt. Das ist schon fast, also auch wie es aufgebaut ist, dass es einfach eine Riesenherausforderung ist für eine Regisseurin zu sagen, dem widme ich mich. Und wenn man dann, sagen wir mal, Platonow oder Iwanow sind so Stücke, die noch so fast Jugendwerke, die haben noch was fast Zerrisseneres oder auch Ungestümeres. Und der Kirschgarten hat von all dem etwas, aber hat trotzdem so eine tiefe, ja, Traurigkeit und trotzdem einen so einen enormen Humor. Und diese Mischung ist schon was Besonderes. Auch Komödie, nicht eigentlich, ja. Schreibt er. Schreibt er auch bei der Möwe. Ja. Und du hast 3 Schwestern inszeniert. Was hast du an Tschechow inszeniert? Nein, gespielt habe ich den Heiratsvermittler und den Bären. Und na, die 3 Schwestern hast du auch inszeniert mit der Jessera, oder? 3 Schwestern, ja, habe ich inszeniert. Ja. Mhm. Und wie hast du jetzt ihre Inszenierung gefunden? Großartig. Ich war ganz begeistert von dem Gezwitscher geradezu. Es ist wie ein Bienenkorb von Sorgen und Intrigen. Und es ist auch das Bühnenbild geradezu genial, weil es sich vordreht und es spielen die Leute weiter, auch wenn sie ausgeblendet werden.
ich sitze an der Seite und sehe eine Szene, da tanzen die. Die tanzen die ganze Szene durch, aber da sieht man höchstens Ellbogen und Nebenfüße. Aber man hat das Gefühl, das Leben geht überall weiter und die Intrige und die Reden. Und wenn ich vorgedreht werde, spielen sie mit mir, was mich sehr freut, weil ich habe kein... Und ich bin so von ihr auch so gedacht, die Leute sagen, ich spiele als einziger Tschechow. Das ist Quatsch, sondern ich versuche, dieses Getriebe zu stören und reagiere auf die Sachen und rede durch. Ich rede durch, man steht auch im Tschechow. Der spricht, er brabbelt weiter, steht manchmal bei Tschechow, ja. Er brabbelt ununterbrochen weiter. Und alles, was um mich passiert, verstehe ich nicht. Ja, das ist ja auch richtig, weil der Viers ist ja ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Ja, ja, und hat zu wenig Kraft und Argumente. Und das ist ja der Reiz der kleinen Rolle. Kirschenkompott hat er, Kirschenkompott. Ja, ja, er will alles mit der Marmelade erklären. Ja, aber dieses Getriebe, von dem er spricht, das war einfach eines ihrer zentralen Konzeptpunkte. Ja, mir ging es schon darum, dass, weil im Tschechow war es wichtig, dass der Kirschkat nicht abgefeiert wird, dass nicht jeder Satz im Raum steht und Stille davor und Stille danach, so wie früher oft Tschechow inszeniert wurde, sondern er hat sich sogar bei Stanislavski ja richtig beschwert dagegen, dass das so abgefeiert wurde, dass jeder Akt in die Länge gezogen wurde. Er sagte immer, meine Akte sollen auch eigentlich nur 20 Minuten lang sein und nicht 45 Minuten, wie es bei Stanislavski bei der Uraufführung war. Weil dieses aneinander vorbeireden der Menschen und nicht wirklich zuhören, nicht wirklich aufnehmen, das hat natürlich was mit Schnelligkeit auch zu tun. Und das ist für die Zuschauer gerade am Anfang immer eine Herausforderung, weil sie erstmal so diese Schnelligkeit einfach auf sie wirken lassen müssen und auch sich nicht ärgern dürfen, wenn sie mal einen Satz nicht ganz verstehen. Aber ich glaube, das ist eigentlich sehr im Sinne von Tschechow und nicht jetzt so ein Konzept, wo man sagt, ist so ein Regiekonzept da drauf gesetzt, sondern ich glaube, das ist ganz im Geiste seinem Gefühl von, wie die Gesellschaft funktioniert. Das ist eben doch sehr wenig. Also man merkt ja auch, wie die Texte geschrieben sind. Die reden ja ständig aneinander vorbei. Und das wollten Sie dadurch verstärken. Genau. Das Vorbeireden, dadurch, dass Sie auch immer wieder wegziehen. Ja, es ist fast ein Vorbeizwitschern von Gedanken und Gefühlen. Ja. Ne? Ja, ja, und auch, dass der, wie du es auch sagst, dass der Viers hat ein anderes Tempo. Und das hat nicht nur mit dem Alter zu tun, sondern auch mit der Zeit, an die er geglaubt hat. Und er nimmt sich auch einen anderen Raum. Und deswegen war ich gerade glücklich, dass Otti auch dieses andere Tempo reinbrachte. Und manchmal sagtest du, soll das zügiger sein? Sagte ich, nö, gar nicht. Das ist ja, genau der richtige Gegensatz. Ich hätte es auch schneller spielen können. Ich weiß. Hast du mal gesagt. Er hat auch ein paar Mal gemacht. Aber wie soll man, nimm dir deine Zeit. Aber die Schwermut und die Melancholie, die Sie vermeiden wollten, haben Sie dann doch absichtsvoll hineingebracht durch diesen Musiker. Der Jan Fischer, der ja eine wunderbare Stimmung, also diese, die Sie im Spiel nicht zelebrieren wollten, aber die Musik bringt dann diese Atmosphäre. Ja, aber sie ist auch nicht schmalzig. Nee, schmalzig habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Klang aber so fast ein bisschen durch, als meinen Sie, ist es schmalzig. Melancholisch? Nein, melancholisch und schwermütig. Nein. Ja, ich hatte den Ian Fischer hatte ich mal bei einem Konzert in Zürich erlebt und hatte dann mit ihm eine Produktion in München gemacht, das war ein Shakespeare. Und als ich mich anfing mit dem Kirschkarten zu beschäftigen, habe ich gleich zu Herrn Föttinger gesagt, du musst diesen Musiker dazu nehmen. Und er sagte erst, warum? Und er spricht auch noch Englisch. Und ja, das wollte ich Sie auch fragen. Genau, aber ich kann ihn ja nicht jetzt ändern, der ist halt Amerikaner und kein Russe. Aber ich wollte das, und Ihns Stimme hat auch etwas mit der Sprache zu tun, deswegen wollte ich jetzt auch nicht, dass wir das jetzt ändern, deswegen. Und bei mir hat die Stimme von Ihnen, die löst etwas aus, finde ich, an Melancholie, aber auch an so einer Sehnsucht, die für mich ganz viel mit Tschechow zu tun hat. Und da war mir sofort klar, dass der Ihnen in diese Produktion rein soll. Wir haben ihn immer so den Mitbewohner, der sich da so eingenistet hat, der so einfach in diesem Haus da mitwohnt.
Und ich wollte immer, dass zwischen diesem vielen Text, der ja doch, ist ja einfach viel Sprache und gar nicht so viel Handlung in dem Stück, sondern eher viel Sprache und viel miteinander reden, dass es dann so Momente gibt, wo der Zuschauer einfach mal Zeit hat, die einzelnen Bewohner des Hauses zu erleben, ohne dass sie reden, sondern dass durch die Musik von ihnen dann eigentlich man ein bisschen Zeit hat und Ruhe, mal zu gucken, was die da alle in diesem Haus so treiben und was die, diese Ruhe, auch wenn sie dir zugucken, wie du da stehst und wartest oder wie der Anfang, der mich besonders berührt, wenn Otti dann anfängt zu laufen und so die ganze Sache eigentlich in Gang geht, also weil du die Gäste erwartest oder die Zurückkehrenden erwartest. Also für mich war die Musik eigentlich eine Möglichkeit, den Platz zu geben, um den Schauspielern zuzugucken. Ja. Und deswegen ist ihn ja auch bewusst nicht so im Zentrum. Der ist ja oben in seinem Zimmer und die Musik und die Stimme trägt. Er als Schauspielender ist ja gar nicht so wichtig da oben. Ja. Na, man hat in diesem Geschwurbel natürlich eventuell die Schwierigkeit, die 13 Personen kennenzulernen. Nicht? Ja. Und noch dazu die russischen Namen. Also wenn man mit dem Kirschgarten nicht vollkommen vertraut ist, kommt man nicht gleich drauf, wer ist und welche Funktion er hat. Die haben ja auch immer gleich drei Namen. Das muss, haben wir schon reduziert. Ja. Das sind immer drei Namen. Aber weil wir vorhin gesagt haben, sein letztes Werk, aber er war nicht alt, nicht? Er war erst 44, Tschechow. Ja. Genau, gleiche Geburtsjahrgang wie Schnitzler. Also Zeitgenosse. Schnitzler ist viel älter geworden. Ein neuralgisches Wort verwende ich jetzt, was Sie wahrscheinlich in Ihren Inszenierungen anstreben und eigentlich der Otti nicht gerne hört. Aktualisierung. Was hat es mit heute zu tun? Was haben Sie an Aktualisierung jetzt in dem Kirschgarten sich vorgenommen? Also erstmal habe ich eine recht moderne Übersetzung gewählt. Also aber die Frau Zemme, die hatte das damals auch im Burgtheater. Und an dieser Übersetzung haben wir dann noch an manchen Stellen, weil eben das Stück auch diesen direkten Ton braucht, dann noch Texte aus einer anderen Übersetzung von Herrn Litzberg auch dazu genommen. Aber es sind immer sehr, sehr gute russische Übersetzerinnen. Und ich habe eigentlich textlich nur eine Sache verändert, dass ich dem Trofimow, der immer sehr... Das ist der Student? Genau, der ewige Student. Die Figur hat eigentlich immer so Texte, die so sehr schwer nachvollziehbar sind und wo man auch immer denkt, der quatscht einfach Zeug und man weiß gar nicht, was er redet. Deswegen wird er auch oft sehr gekürzt, weil die Zuschauerinnen heute gar nicht diese Texte so von ihm verstehen. Ja, nicht immer, weil er ist ja so ein Sozialträumer, nicht? Also ja, und wir haben eben die Texte so etwas umformuliert mit einem... Dramaturgen zusammen und der Dramaturgen hier vom Haus, dass die Texte deutlicher sind, dass er wirklich diese Gesellschaft verändern will, dass er möchte, dass er einfach diese engen Gesellschaftsstrukturen und die auch so sich so bequem eingerichtet haben, dass er die verändern möchte. Da ist das Einzige, wo wir textlich wirklich etwas verändert haben. Das Schöne ist, dass die Zuschauer es gar nicht so merken. Also selbst Kollegen von mir, die Tschechow gespielt haben, sagten zu mir, es ist ja interessant, der Trofimow wirkt so aktuell, aber gar nicht gemerkt haben, dass wir an den Texten leichte Veränderungen vorgenommen haben. Ansonsten ist es pur Tschechow, es ist keine anderen Texte drin. Und sonst an den Kostümen ist es ja irgendwie zeitlos, also ist nicht unbedingt russisch. Nö, die sind heutig, aber ja. Ich verstehe auch meinen Beruf so, dass da vielleicht, ich weiß ja gar nicht, wie du das heute siehst. Wir werden ihn gleich fragen. Genau, aber ich verstehe auch so. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe ein heutiges Kostüm. Nein, du nicht. Du nicht. Du nicht, Otti. Die anderen sind mir wurscht. Und wie stehst du also als Regisseur oder standst du als Regisseur zu der Frage der Aktualisierung? Ja, was ist Aktualisierung? Wenn man die Leute anzieht in Smoking und in Krawatten, und das ist ja nicht aktualisiert, das ist aufgepappt. Man spielt das Rendezvous des Dichters mit heute. Man kann, sehr schwer ist es bei Shakespeare, wo spielt, was ihr wollt, wo spielt, wie es euch gefällt. Oder wo spielt viel Lärm um nichts? Es ist ein Ort genannt und man sagt in Pisa, und aber du kannst sie nicht wie Pisa-Listen anziehen. Dann die Soldaten sind die römischen Soldaten.
Nackte Füße sind doch schon unerträglich bei Männern. Also Pumphosen erträgt man nicht. Man begradigt, man spielt eigentlich so, wie man sich's vorstellt. Man muss das Werkel erfinden, dass das Stück spielen kann. Ja, ich finde, die Kostüme sind auch eigentlich immer das für mich Unerheblichste, aber also was Aktualisierung angeht, aber ich glaube, für die Zuschauerinnen ist das oft ein Riesenthema. Sie glauben, wenn sie Kostüme aus der heutigen Zeit sehen, dann heißt das, das Stück ist irgendwie platt aktualisiert. Ich finde, es ist viel interessanter, welche Haltung eine Figur zu einer Figur von einnimmt. Und die hat etwas, oder ich empfinde auch, sonst bräuchten wir ja heute kein Theater machen, wenn wir es nicht für die heutige Welt und für die heutigen Zuschauer machen. Und da sind die, also ich habe auch Stücke, wo die in historischen Kostümen herumlaufen, weil ich dann finde, dass sie vielleicht nur aus der Zeit das Stück verstanden werden kann. Aber zum Beispiel beim Kirschgarten war mir wichtig, dass die auch heutig so wirken können, weil ich einfach glaube, dass die Themen, die in einem Kirschgarten so verhandelt werden, sehr, sehr heutig sind und auch sehr viel mit unserer Gesellschaft heute zu tun haben, mit dieser auch Bequemlichkeit, mit diesem sich nicht verändern wollen, eigentlich ganz gerne über Probleme reden, aber nicht wirklich selber aktiv werden. Also ganz viele Themen, die wir heute auch gerade anprangern oder auch die junge Generation uns auch vorwirft, dass wir zu wenig getan haben, die Gesellschaft zu verändern. Das spielt im Kirschgarten eine große Rolle, daher war mir wichtig, dass es heutige Kostüme sind. Aber ich glaube, immer eine Aktualität macht sich nicht an Kostümen erkennbar, sondern eher an der Haltung, wie man Dinge sieht und wie man sie liest und wie man auch vielleicht mal Figuren neu deutet oder wie man Frauenrollen anders deutet. Und das wird in manchen Inszenierungen, glaube ich, wichtiger genommen, in anderen weniger. Ja, zum Beispiel die Figur der Charlotta ist ja auch aktualisiert in dem Sinn, dass es halt eine Gender-Diskussion gibt und eine Transgender-Diskussion. Aber es ist keine so besonders aufgepfropfte Moderne mit Handy und mit Internet, und das kommt ja auch oft vor. Also macht man vielleicht noch zwei Sätze zu der Charlotta, warum sie, das ist eigentlich eine Frauenrolle, eine Zirkustänzerin, die von der Raniewskaja aus Paris mitgebracht wird. Und bei Ihnen ist sie ein Mann. Ja, sie ist ja eine Frau. Also sie war mal vielleicht ein Mann, aber sie ist eine Frau. Oder sie fühlt sich als Frau. Ja. Das finde ich das viel Wichtigere, dass sie selber empfindet, dass sie eine Frau ist. Das hat viel damit zu tun, ich weiß noch, wie Otti reagiert, das war so toll. Ich wollte dem Otti das erklären, warum ich die Charlotta mit dem Alexander besetzt habe oder warum ich das so richtig finde. Otti sagt, ist egal, wir spielen erstmal die Szene. Und wollte gar nicht viel wissen darüber, sagte einfach nur, ich will mit diesen Menschen Theater spielen. Und es war einfach das Schöne, dass du sofort erkannt hast, dass diese Not und dieses Verlorensein von der Charlotta ist das Wichtige. Die Charlotta, die hat ja ganz wenig Texte, aber die zentralen Sätze ist, dass sie sagt, ich weiß nicht, woher ich komme, ich weiß nicht, wer ich bin. Sie weiß nicht, wer ihre Eltern wirklich sind. Sie ist irgendwie im Zirkus aufgewachsen, hat gar keinen, also ihre Herkunft kennt sie nicht. Und sie ist auch so eine Figur, die sehr auf der Suche ist, wer sie überhaupt ist und wo sie überhaupt hinpasst. Und ich habe diese Rolle schon in 1000 Versionen gesehen, in verschiedenen Bühnen, und fand das immer anstrengend, wenn da so eine französische Zirkusmaus da rumläuft, weil ich auch immer so dachte, das wird der Rolle oder der Not dieser Rolle gar nicht gerecht. Und dann kam eben diese Überlegung, weil ich eben auch eine Frau kenne, die mein Mann war und die mit mir oft darüber gesprochen hat, wie schwierig diese Phase ist, wenn man eigentlich weiß, man ist im falschen Körper und man kann aber noch nicht, ist vielleicht noch nicht so weit zu sagen, ich bin wirklich eine das Frau. Das spielt er großartig. Ja, wollte genau, ich gerade sagen, der Alexander Absänger ist wirklich großartig. Ja. Und aber alle, Sie haben das Glück, ein tolles Ensemble hier vorgefunden zu haben. Ja, das Tolle war, dass Herr Föttinger wirklich beim Fürst wusste er gleich, er sagte, ich frage den Otti Schenk und ich hoffe, er macht es. Das war noch seine erste, weiß ich noch, sagte, boah, das wäre ja eine Ehre, wenn Otti den Fürst spielt. Da dachte ich, das wäre ja der Wahnsinn. Aber bei allen anderen Rollen hat er wirklich gesagt, nimm dir die Zeit, lerne das Ensemble kennen. Und ich bin, weiß nicht, zigmal von München hierher gefahren, habe mir alle Stücke hier angeguckt und um herauszufinden, welche Rolle ich wie am richtigsten besetze. Und das war eben das Schöne, dass Herr Föttinger mir da sehr viel Freiheit gelassen hat, gesagt, du lernst das Ensemble kennen, und dann bei Tschechow ist das Stück, ist das Ensemble, also ist die Besetzung. Und da hatte ich wirklich große Freiheit, und er hatte auch dann am Anfang nicht ganz verstanden, warum ich die Charlotta mit Mann besetzen will, und
hat aber dann gesehen, dass das irgendwie der Rolle eigentlich sehr gerecht wird, weil die Rolle dadurch, finde ich, eine andere Traurigkeit hat und auch eine andere, es hat ja auch viel Humor, aber es zeigt irgendwie, dass er nicht so richtig weiß, noch nicht so richtig weiß, wo er steht und wo sie vielleicht auch ihre Sehnsüchte also noch nicht ganz klar. Ich spiele ja auch so, als ob ich auch nicht wüsste, was er ist. Aber das Tolle ist, dass du und die ganze Familie komplett tolerant damit sind. Und das war mir immer so wichtig, dass keiner auf der Bühne das als was Besonderes empfindet. Das ist eine sehr tolerante Familie. Der Fürst sagt auch, der mag die ja auch. Also dem ist es keiner, dass da einer sich drüber wundert, sondern es ist so, wie es ist. Und das war mir ganz wichtig, dass die Familie das nicht als etwas Besonderes nimmt. Es ist insgesamt wirklich alles aufgegangen. Man bekommt ja keine Karte. Es ist ununterbrochen ausverkauft. Und war auch ein großer Presseerfolg. Aber ich will jetzt noch zu der Aktualisierung sagen, weil du, weiß ich einmal, eigentlich etwas sehr Kluges gesagt hast. Es ist alles klug, was du sagst. Fast alles. Manchmal redet auch einfach nur Blödsinn. Warum du findest, dass man ein Stück, also Schnitzler zum Beispiel, oder Molnar oder auch Horvath, in der Zeit spielen soll? Ja, weil viele Sachen evident nicht mehr existieren. Es gibt kein Duell. Es gibt keinen Schwan, der ein Kahn zieht. Ja, oder die Aufregung, ein lediges Kind zu bekommen, oder? Also verschiedene Dinge. Es gibt aber eine Wehmut für eine Zeit. Man kann eine ganze Zeit schwierig finden. Und man muss die Zeit schwierig finden und muss sagen, hoffentlich machen wir nicht dieselben Fehler, aber es sind andere Fehler, als die wir heute machen. Und trotzdem ist das menschliche Hirn ähnlich und würde heute ähnliche Fehler machen, wenn es so wäre. Aber das, wenn es so wäre, muss im Raum stehen. Man muss heute auch glücklich sein, dass Gewisses nicht mehr passieren kann oder hoffen, dass es nicht mehr passiert. Es kann ja sein, dass irgendeine blöde Bewegung von irgendeinem Trottel geführt, und Trotteln gibt es immer wieder in der Politik und trottelhaftes Volk gibt es auch, dass irgendeine Bewegung wieder das Duell einführt. Na, dann sind wir wieder dort. Und die Sorgen wären dieselben. Und wenn wir diese Duellsorgen nicht haben und nicht erzeugen auf der Bühne mit vielen Details, die dazu hinführen und die danach sind, so glaubt man das Stück nicht. Sonst lehnt man sich zurück und sagt, na ja, das ist ja nicht wahr. Also man muss sagen, dass mit dieser Ansicht Otto Schenk 100 Opern inszeniert hat, 60 Theaterstücke, 125 Rollen gespielt hat und dass er, das muss man sagen, im gesamten deutschen Sprachraum und bis zur Metropolitan Opera in New York der gesuchteste Regisseur war, weil die Menschen etwas erfahren wollten, ohne dass ihnen irgendwas aufgepfropft wird oder irgendwas umgedreht wird oder anders erzählt wird. Ich muss aber dazu sagen, dass ich sehr oft, gerade bei Shakespeare, nicht historisch war, ja, sondern eine Welt erfunden habe, in der man das ganze Militär kannst du nicht mit Ritterrüstungen und so wie es ist, aber du kannst aus den Geschichtsbüchern Details finden, die erregen die Seltsamkeit und die Schwierigkeit des Militärs. Du kannst schon eine Toga, ist schon interessant, mit einer Toga zu spielen. Und die Rede des Marc Anton ist mit einer Toga anders zu spielen als mit Krawatte und Smoking. Und dann hat seine großen Reize, hat seine Gesten, hat seine Schwierigkeiten, er kann ganz anders trauern, ganz anders sichtlich trauern um den Cäsar mit einer Toga. Ja. Obwohl warum, Shakespeare sich wirklich... Warum nimmt man es ihm weg? Ist schade.
komödiantisch schade. Aber es sagen alle Regisseure, Shakespeare lässt sich wirklich einfach in jeder Zeit spielen. Nicht? Ja, weil auch alles auf der Bühne ja schon gesagt wird. Das wird eigentlich auch in, das ist ja so und genial. Und die Themen Liebe, Macht, Tod ist einfach zeitlos. Ja, aber es ist ja nicht so draufgedrückt. Und es sind ja nicht die telefonieren ja nicht. Bei Shakespeare nicht so oft, nö. Du würdest sie nicht telefonieren lassen. Nö, haben sie bei mir, bei meinen Shakespeare-Erzählungen nicht gemacht. Nee, aber wenn die Tatjana den Liebesbrief auf der Schreibmaschine schreibt, geht das halt mit der Musik nicht zusammen. Das ist ja, Musik verpflichtet ja auch zu verschiedenen. Da kommen wir zu einem Thema. Du hast Schauspiel und Oper inszeniert und Sie tun es. Ist das eigentlich der gleiche Beruf, Regisseur auf dem Sprechtheater zu sein und auf der Opernbühne, oder sind das zwei verschiedene Berufe? Also für mich ist es extrem unterschiedlich. Ich glaube, du siehst es ein bisschen anders. Wir haben ja einmal darüber gesprochen, mal eher auf einer Probe länger. Also ich finde, dass die Arbeitsweise extrem unterschiedlich ist, weil zum Beispiel jetzt, ich habe jetzt ja eben sehr kurz nacheinander jetzt den Kirschgarten hier inszeniert und bin jetzt eben in den Endproben der Staatsoper gerade mit der Leonore, der Urfassung von Fidelio. Und jetzt abgesehen davon, dass jetzt dort jetzt wir ein bisschen Pech hatten, dass so viele Sänger und drin krank waren, hat man in der Oper sehr viel weniger Zeit. Man muss eine sehr, sehr klare Struktur haben, was wer wann wo macht. Und das wollen auch die Sängerinnen gerne haben. Also die möchten auch gerne wissen, was ist der Plan für die Szene, wo bin ich wann, wo singe ich was. Wenn ich einem Schauspieler sagen würde, du kommst von links und du machst da den und den Gang und machst dann das und das, dann würde er sagen, hallo, lass mich mal erstmal ausprobieren. Ich will ja mal gucken, was ich jetzt erfinde und was auch für mich auf der Probe stimmig ist. Und ein Sänger hat die klare Struktur durch die Musik und auch durch den Gesang und ist sehr froh, sehr, sehr genau geführt zu werden. Und es geht weniger um Psychologie, wollen Sie damit sagen? Doch, die Psychologie, würde ich sagen, ist fast ähnlich. Das meine ich damit gar nicht, sondern ich meine eher die Suche auf der Probe ist eine komplett andere. Ja, weil, die Struktur muss sehr, sehr klar festgelegt werden. Genau, die Musik ist einfach schon mal da und die gibt eine klare Struktur vor und ein Sänger kann auch nur bestimmte Sachen machen, auch wenn er singt, aber auch er möchte auch anders geführt werden. Und die Freiheit, die ein Schauspieler auch braucht, um auf der Probe auch sich zu entwickeln oder auch zu dem zu kommen, was er in der Rolle finden möchte, das braucht ein Sänger auf eine ganz andere Weise. Da läuft auch schon viel mehr Vorarbeit zu Hause. Die müssen ja auch die Partie erstmal wirklich können. Und dann auf der Probe möchten sie dann schon sehr genau wissen, was sie machen. Und das ist, finde ich, eine sehr andere Arbeitsweise auch. Und auch eine, man hat in der Oper muss man sehr, sehr ganz, ganz genau und sehr viel detaillierter auch vorbereiten. Die Sänger haben eben dadurch, dass sie keine Freiheit haben, mal zu sagen, jetzt streichen wir mal das oder der Satz passt nicht, sondern wirklich alles singen müssen, muss man denen auch eben eine Struktur die unterstützen. Die Gefühle sind bei der Oper gegeben durch die Musik. Regie führen bei der Oper ist horchen, was die Musik meint. Und den Sänger so lassen, dass man glaubt, dass er singen muss. Das ist das Schwere. Wenn du die Technik sehr spürst bei einem Sänger, hast du es einfach sehr schwer. Aber es kommt trotzdem irgendwas hinunter. Das ist das Leichtere. Sie ist jetzt in dem Zustand, wo sie gerade erfindet oder dazu. Nee, wir sind schon Endproben jetzt gerade bei Naja, bei aber sie ist immer noch, Statu nascendi, so. Man weiß noch nicht, wie es wird. Ja, doch, weiß ich schon. man ist immer noch überrascht, was alles ankommt, wenn es gut gesungen ist. Ja, oder auch wenn dann das Orchester jetzt dazukommt, macht das natürlich auch nochmal sehr viel aus, weil die auf den Proben dann zuerst bricht alles zusammen. Das habe ich letzte Woche hinter mir gebracht. Das war schon diese erste Phase mit Orchester, sind natürlich die Sängerinnen erstmal ganz auf die Musik konzentriert. Und warum beginnt ein Regisseur, eine Regisseurin, die ja sehr erfolgreiche Schauspielregisseurin, Regisseur ist,
Opern zu inszenieren? Was ich frage? Ja, beide frage ich euch. Na, ich konnte ohne Opernregisseur gar nicht leben. Ich kann ohne Musik nicht leben. Für mich ist Musik eine lebendige Darstellung, eine Weiterentwicklung des Theaters. Was das Theater alles nicht kann, kann plötzlich die Oper, sogar in notdürftigen Inszenierungen. Es ist so, wir haben doch, sehen doch nur notdürftige Inszenierungen. Ach ja, echt? Bis jetzt. Und trotzdem kommt was herunter. Man kann bei welcher Theaterkunst kannst du die Augen zumachen und hast was davon. Ich bin jahrelang auf Plätzen gestanden, wo man keinen Blick auf die Bühne hatte und habe Opern inszeniert im Kopf von dem, was ich gehört habe. Mit dicken Sängerinnen, die mir durch die Stimme, durch das Singen die Fantasie erleichtert haben. Es ist eine Überkunst. Auch gewohnheitsbedürftig. Wer zum ersten Mal in die Oper geht, ist so, wie wenn er zum ersten Mal einen Whisky trinkt. Der schmeckt nach Seife. Und dann, wenn du draufkommst, was ein guter Whisky ist, dann wirst du sehr leicht verfallen. Und der Oper verfällt man auch, wenn man sie sich angewöhnt hat. Aber ohne Mitarbeit des Publikums findet keine Oper statt. Ja, aber die schönste Inszenierung braucht noch eine zusätzliche Fantasie des Publikums. Und wieso sind Sie vor 10 Jahren auch zur Opernregie übergegangen? Also ich mache ja beides weiter. Ja. Also mir ist auch ganz wichtig. Das hat der Oti auch gemacht. Ja, also für mich ist auch, ich würde nicht sagen, dass das Musiktheater, wie du sagst, jetzt vielleicht die Krönung ist. Ich empfinde das, für mich ist Schauspiel das eine und Musiktheater das andere. Und ich kann das gar nicht werten, weil ich kann auch sehr gut mal eine Produktion ganz ohne Musik. Aber ich habe, wie ähnlich wie du schon auch als Jugendliche, immer auf den Stehplätzen in der Oper in München gestanden und zugehört, weil ich einfach extrem diese Musik liebe. Und auch mir die sehr, sehr viel bedeutet. Aber ich merke, dass ich beides auch brauche für mein Leben. Also, dass ich sage, ich finde es auch toll, dann mal wieder was ganz anderes und eben mit Schauspielern und Schauspielerinnen zu arbeiten, wo ganz andere Dynamik auf der Probe ist und auch ganz andere Menschen zusammenkommen als in der Oper. Das ist schon einfach ein ganz anderer Menschenschlag. Aber das Musiktheater hat bei mir so angefangen, nach der Intendantenzeit hatte ich so eine Sehnsucht, auch mal eine neue Herausforderung. Und ich finde, Musiktheater ist einfach nochmal eine riesige andere Herausforderung, weil man eben mit der Musik umgeht, mit einem Klavierauszug oder Partitur. Und der Riesenapparat. Ja, und auch, weil man einfach dieses Korsett hat, was einerseits eine Einengung ist und andererseits eine riesige Freiheit, weil schon ganz, ganz viel da ist an Emotionen, an Atmosphäre und man sich da eigentlich nur das nutzen kann. Mich hat auch fasziniert, dass es einen Chor gibt. Ich vermisse den Chor beim Schauspiel, wenn man zum Beispiel Danton inszeniert, ein Schauspiel, dann hast du nicht qualitativ den Chor, den du brauchst. Und du meinst die Masse, die das... Die Masse, die Theater empfindet. Die Statisten sind ein anderes Volk. Also das gibt es bei uns nicht. Du hättest eine griechische Tragödie inszenieren können, hast du nie gemacht. Bitte? Du hättest eine griechische Tragödie inszenieren können. Nein, das ist mir zu fad. Nein, das ist eine Frechheit, weil liegt an mir, weil ich mich nicht hineinbefasst habe. Ja, ich meine, nur Chor hätte es dort gegeben. Nein, du hast kein Chor. Du hast doch am Theater kein Chor für die griechische Tragödie. Also du kannst ja ein chorisches Arbeiten, kann man ja auch im Schauspiel der griechischen Tragödie machen. Bei Aeschylus und da gibt es fast immer einen Chor. Ja, die vorgeschrieben, aber nicht engagiert. Keine qualitativen Leute wie
an der Oper, den Chor oder ja, die, sie singen nicht, die, ja. Die Partien können, die doppelt so lang sind wie die Hauptrolle stellenweise. Mhm. Ja, aber es ist, weil ich jetzt gerade Fidelio, den ja auch der Otti in der Staatsoper gemacht hat, und da ist dieser Schlusschor ist natürlich ein Erlebnis, wenn man diese Macht und diese Wucht von diesem Schlusschor, dieses Finale, das ist einfach schon etwas, das gibt es im Schauspiel nicht, aber ich vermisse beim Schauspiel auch gar keinen Chor. Ich bin dann halb froh, dass es nur die Schauspieler sind. Und in der Staatsoper werden Sie jetzt aneinander gemessen, weil es wird ja die Fidelio-Inszenierung immer noch gespielt, deine? Ja, aber das ist ja eine Ruine. Ja, dann bin ich ja froh, dass der Otti, weil ich werde jetzt auch in Interviews jetzt, weil eben die Premiere, werde ich immer gefragt, und was halten, sage ich mal, der Otti findet seine Inszenierung selber alter, sage ich immer, weil du hast mir erzählt, dass du gar nicht, das ist natürlich bei der nochmal Wiederaufnahme, verändern sich ja auch Dinge, und ich glaube, Otti würde heute Fidelio auch anders inszenieren. Ich hatte ein ganz lustiges Gespräch mit deiner Marzeline, die auch bei dir die Marzeline mal gesungen hat später und die jetzt meine Marzeline ist. Und bei Otti muss sie halt bügeln am Anfang, weil das ja auch im Stück so geschrieben ist. Und bei mir habe ich gesagt, du, da bügelst du nicht. Sagst du, oh, ich habe auch genug gebügelt. Ich habe bei Otti bügeln gelernt, jetzt muss ich das nicht machen. Dann habe ich gesagt, dann sind wir uns ja einig, bügeln ist jetzt out. Eine Frau muss jetzt nicht auf der Bühne erstmal anfangen zu bügeln. Aber das ist einfach ganz schön, weil ich finde, ich habe Ottis Arbeit gesehen und es ist wirklich aus einer anderen Zeit auch. Das würdest du heute sicher anders machen, oder? Nein, finde ich. Doch, ganz sicher. Aber deine Fledermaus, glaube ich, die ist immer noch. Ja, beides. Ja, auch wenn du sie vergleichst mit der Fledermaus im Fernsehen, die ich auch gemacht habe. Du hast sie 8-mal inszeniert im ganzen deutschen Sprachraum. Na, und auch an der Met. Da hast du auch den Frosch gespielt. Ja, an der Met. Da habe ich auch den Frosch auf Englisch gespielt. Echt? War schon mein Englisch ein Erfolg. Ein Österreicher kann Englisch. Ja, da waren sie alle platt, ja? Der Gefängnisdiener, ein Zuwanderer. Das kann ja sein, nicht? Ja. Ein Aspekt an Ihrem Beruf finde ich bemerkenswert, also unter anderem bemerkenswert. Sie haben ständig neue Mitarbeiter. Alle 2 Monate, es sei denn, Sie arbeiten in einem Ensemble, ja, wo Sie mit den Leuten arbeiten. Aber sonst haben Sie, und das gibt es in keinem anderen Beruf, wo Sie alle 2 Monate ein völlig anderes Mitarbeiterumfeld haben. Ist das nicht schwierig? Sie meinen jetzt die Besetzung, weil ich sag mal, in einem Theater hat man ja schon auch mit vielen regelmäßig dann zu tun. Naja, Sie waren ja vielleicht aus dem Grund auch lange Oberspielleiterin oder Intendantin an verschiedenen Theatern, um mit den gleichen Leuten zu arbeiten, weiß ich nicht. Ich mag schon sehr gerne, dass man wiederkehrt an ein Haus. Also ich freue mich zum Beispiel sehr, dass ich wieder hier inszenieren werde, weil ich glaube ja, dass so eine künstlerische Arbeit entwickelt sich ja weiter. Und wenn man mit Schauspielern und Schauspielerinnen ein Erlebnis hatte, dann ist die nächste Arbeit, glaube ich, künstlerisch sogar noch wertvoller. Ja, und Otti, wir machen auch nochmal was zusammen. Wir müssen nur die richtige Rolle finden, auf die du Lust hast. Nein, weil ich glaube einfach, dass dieses Weiterarbeiten ist extrem wichtig. Also ich habe eine Schauspielerin, Juliane Köhler, mit der ich in München jetzt schon, weiß nicht, 20 Hauptrollen gemacht habe. Über die letzten, seit wir 23 sind, arbeiten wir zusammen. Also jetzt auch schon, schon viele Jahre, 30 Jahre fast. Und das ist dann weiß man einfach doch sehr viel über den Menschen, weiß auch, wo die Stärken sind, wo die Schwächen sind, weiß. Also ich finde aber ich habe jetzt gemeint, wie machen Sie es mit den Neuen? Das ist ein sehr intimer Vorgang, diese Proben eigentlich. Und wenn das jetzt alles Fremde sind? Ja, aber man lernt sich ja ganz toll kennen in der Probearbeit. Ich habe immer das Gefühl, so die erste Woche ist noch viel Fremdeln und Aufregung und Unruhe auch, weil jeder sich auch irgendwie erstmal darstellen möchte. Und ich habe immer so das Gefühl, ab der zweiten Woche sagt man immer im Schauspiel, lassen Sie die Hose runter, da weiß man dann, wer ist so, und auch wo die Eigenheiten sind, wo auch die Macken sind von jedem. Also ich finde, man lernt sich extrem gut kennen in der Probenarbeit. Auch die Schauspielerinnen, auch mich natürlich, aber weil es doch ein sehr persönlicher, sehr, sehr, sehr persönlicher Vorgang, und so eine Probe ist. Man gründet auch ein Ensemble. Ja. Nicht? Ja. Man hat dann Leute, die gern miteinander spielen, und man fördert die Schmähs der Einzelnen. Fassbinder und Janowitz zum Beispiel, Fiordilici und Dolabella.
waren schon so vereint und die zweite, dritte Inszenierung mit mir, dass ich sie schon genannt habe. Ihr seid wie Edi Polz und Rudi Springer. Und wir haben sie, das waren so das Gummibärchen. Oder Gummiballen, so zum Turnen hat man da. Und der Edi Polz war der Turnlehrer. Und ich habe sie auch dann so rufen lassen. Edi Polz und Rudi Springer, bitte auf die Bühne. Das sind die zwei auf die Bühne gekommen. Und es war, sie waren wirklich so beieinander, dass wenn die eine so gezuckt hat, hat die andere zurückgezuckt. Aber ich glaube, diese Erneuerung in einem Ensemble, dass auch immer wieder neue dazukommen, ist auch wieder gut. Weil ich glaube, wenn ein Ensemble zum Beispiel zu lange, ich habe das in der früheren DDR zweimal erlebt, wo so Ensembles so ganz, ganz lange, weil die alle nicht kündbar waren, dann ist es auch manchmal fehlt so eine Erneuerung, weil es braucht auch neuen Geist, es braucht auch ein paar Störer in einem Ensemble, die anstrengend sind, die auch nerven auf der Probe, weil das macht ja auch eine Atmosphäre aus. Also ich glaube, einerseits ist eine Kontinuität für künstlerische Prozesse extrem wichtig, aber so dieses immer wieder neue Leute, die auch so eine Energie reinbringen. Ich habe ein ganz großes Faible für die sogenannten Schwierigen gehabt. Ja, die sogenannten Schwierigen, die so in einer Ecke zittern und schon den Protest ausschwitzen, auf die dann so eingehen, die sind wie erlöst. Ich kann mich erinnern, der Corelli, der war in einem Gipfel karusischer Höhe und keiner hat ihm eine Einsamkeit, wo keiner ihm irgendwas sagt. Der Corelli schaut schön aus, singt fantastische Töne und aus. Man braucht ihm nichts sagen und er kommt auch nicht gern zu Proben. Und den habe ich so gewonnen, weil ich ihm Details gesagt habe. Und gesagt habe, du tut es nicht mit der Hand so machen. Sagt er, what? You wave with the hands when you sing. So tenormäßig, oh, immer nach oben oder so. Er hat dann die Hand so angeschaut und gesagt, oh really? Und hat das nicht mehr gemacht. Und war ganz glücklich über Details. Er hat keine Details mehr erfahren. Von feigen Assistenten oder von feigen... Und haben Sie auch mal erlebt, dass irgendjemand gesagt hat, also mit der will ich nicht mehr arbeiten oder ausgestiegen ist überhaupt aus einer Produktion oder Sie selber ausgestiegen? Nee, also ich bin da echt ich habe noch nie eine Produktion abgebrochen, auch Gott sei Dank noch nie abbrechen müssen. Es gibt ja auch manchmal, dass Regisseure ausgetauscht werden oder so, das habe ich noch Gott sei Dank nie erlebt. Auch ich hatte in der ganzen Zeit nie auch mal jemanden umbesetzt oder so. Ich finde immer, wenn man sich füreinander entscheidet, dann muss man auch durch schwierige Phasen durch. Und das gab es schon. Und es gibt auch bestimmte Schauspieler und Schauspielerinnen, wo ich sage, mit denen muss ich nicht ein zweites Mal arbeiten. Die haben auch gibt ja auch welche, die ein sehr zerstörerisches Potenzial haben und die einfach super, also nicht nur anstrengend sind, sondern auch eben so zerstörende Atmosphäre. Das brauche ich dann nicht ein zweites Mal. Aber grundsätzlich finde ich auch, das gehört zum Theatermachen dazu, dass es einfach oft anstrengende Persönlichkeiten sind oder auch Menschen, die auch eine Macke haben, die gehören auch irgendwie ins Theater. Und ich finde, das macht auch irgendwie auch Spaß, mit denen zu arbeiten. Also egal, ob es jetzt Sänger und Sängerinnen sind oder auch Schauspielerinnen. Also ich finde, das gehört dazu, dass es oft ein bisschen anstrengende Menschen sind. Ich finde auch, dass ein Direktor, der ein Haus übernimmt, zuerst das Instrument prüfen sollte, bevor er alle entlässt und dann mit Neuen besetzt, die nicht alle besser sind. Er kennt ja die eine nicht, das ist nicht richtig. Man hat eine gewisse Ehrfurcht zu haben. Ich habe, wie ich hier von dieser Stelle aus das Theater übernommen habe, gesagt, ich kündige niemanden. Ich kündige niemanden. Ihr bleibt alle zumindest das erste Jahr mein Ensemble. Und wer will, macht mit und wer nicht will, soll jetzt schon gehen. Und das war ein Riesenapplaus und eine Riesenerleichterung und eine Atmosphäre, die ich vorgefunden habe. Ich habe
von dem vorgefundenen neuen, unkenntlichen Ensemble sehr viele zu meinen Lieblingen machen können. Die Schwierigkeit entsteht, wenn ein Direktor schon andere Häuser geleitet hat und dort schon, also sagen wir Ihre Juliane Köhler, auf die würden Sie dann wahrscheinlich nicht gerne verzichten, wenn Sie an ein anderes Haus kommen als Intendantin. Also das eben. Ja, und ich finde auch, also wenn man kann sich auch im Vorfeld gut vorbereiten. Also zum Beispiel, als ich Düsseldorf übernommen habe, habe ich ein Drittel der Spielerinnen nicht verlängert. Aber einfach, weil ich die dann in vielen Produktionen gesehen habe, auch ausführlich mit ihnen geredet habe, auch sie wirklich in verschiedensten Rollen gesehen habe, gesagt habe, das passt einfach nicht zusammen. Und da und ich finde, dass der Beruf auch Veränderung bedeutet. Ich finde es immer nur schlimm, wenn einfach gekündigt wird, ohne dass man sich mit den Menschen, die da arbeiten, erstmal in Ruhe beschäftigt hat und versucht hat, sie kennenzulernen. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass ein Intendantenwechsel auch oft sinnvoll ist, auch ein Wechsel im Haus. Das heißt ja nicht, alle kündigen oder die große Teil kündigen, aber wen willst du jetzt gerade kritisieren, Otti? Sag, gegen wen schießt du gerade? Sag es mir. Ich überlege gerade, wen du meinst. Machen doch alle. Die entlassen einmal alle. Und vor allem gibt es so die Nebengruppen, die man kennt, gerade in der Oper, muss ich sagen, sind diese Nebengruppen wie Requisite oder die Regieassistenten, die retten das Vorstellungen. Ja. Und in einer, da gibt es nicht einmal die Zeit, dass man sagt, wie der Partner heißt. Sondern das muss in 10 Sekunden eine Szene oder ein Gerüst einer Szene stehen. Und die haben das Gefühl dafür. Und die Kostümabteilung, die eine dicke Sängerin einkleiden muss. Du hast irgendwie ein Problem mit dicken Sängerinnen, ne? Naja, ich gar nicht. Jetzt ist eh sehr gut. Ich finde aber auch, dicke Leute haben Platz auf der Bühne. Ich finde irgendwie, das ist okay. Aber wenn eine dünne war und jetzt springt der Dicke ein oder umgekehrt, muss das Kostüm innerhalb von Sekunden geändert werden. Und das ist eine Abteilung, die das kann. Und der neue Direktor kennt die Leute gar nicht, womöglich. Ja, die tauscht er vielleicht gar nicht aus. Aber okay, das Publikum merkt das ja nicht. Sie haben beide absichtlich aufgehört, Direktor zu sein, Intendantin zu sein. Warum? Ist das Leiten eines Hauses einschränkend in Beziehung auf eine andere künstlerische Tätigkeit? Ja, ich wurde das jetzt immer wieder gefragt, weil ich mich natürlich oft beschwere, warum so wenig Frauen in diesem Beruf sind. Und dann wurde mir natürlich von meinen Kollegen oder auch vom Bühnenverein immer vorgeworfen, ja, du hast ja selber aufgehört. Also hast die Frauenquote auch wieder verringert, weil ich finde, es sind wirklich deutlich zu wenig Frauen in diesem Beruf. Aber bei mir war es wirklich eine ganz persönliche Entscheidung, dass ich gemerkt habe, wenn ich Intendantin bin und ich bin dann auch Vollblutintendantin und bin dann auch wirklich auf Endproben da und fühle mich verantwortlich für ein Haus, dann ist man halt immer, weißt du ja, mit 1000 Krisen beschäftigt und 1000, immer irgendeine Katastrophe ist jeden Tag im Theater. Und weil auch Theaterleute lieben ja auch Katastrophen und da ist immer dann schwer was los. Und ich hatte so das Gefühl, das schadet meinen Inszenierungen. Also ich merkte, dass ich nicht mehr mit so einer Imbrunst oder auch mit so einer Suche mich mit den Inszenierungen so beschäftigen konnte, sondern ich immer schnell nach Lösungen gesucht habe. Hauptsache, die Inszenierung steht schnell. Und also ich hatte einfach das Gefühl, meine Regietätigkeit leidet. Und ich merkte, dass mir der Beruf der Regisseurin einfach persönlich wichtiger ist, sodass ich mich dann einfach entschieden habe. Es gibt ja Leute, die beides super können und für die auch beides sehr gut möglich ist oder die vielleicht dann auch den Intendantenjob anders verstehen, als ich ihn verstanden habe, aber für mich war es dann irgendwann eine Entscheidung. Und ich bin auch sehr glücklich über die Entscheidung, dass ich mich jetzt doch wieder fürs Regieführen entschieden habe und eben ja auch als Professorin in Salzburg arbeite. Also auch. Da kommen wir noch dazu. Und wie war das bei dir mit dem Direktor sein und dem Regisseur und Schauspieler? Ich war ja ein verführter Direktor. Ich,
hätte nie gedacht, dass ich Direktor werde, und wurde von meiner Frau und dem Jungblut verhaftet. Ach, du Armer, echt? Zum Direktor erklärt. Und dann habe ich das nicht verstanden, was es ist, bis ich gelernt habe, den Direktor von der Bühne her zu führen. Ich habe dieses Haus von der Bühne her direktorisiert. Das heißt, alles, was da nicht gestimmt hat, habe ich geändern lassen. Darum sind diese Bühnenabteilungen bei mir so gut geworden, die Kostümabteilung und die... Du meinst also, dass ein Direktor nicht nur ein Manager sein soll, sondern entweder ein Regisseur oder ein Schauspieler oder in deinem Fall beides? Ich kann ja nur von mir reden. Ich sage nicht ein Direktor, sondern ich bin der Typ des Direktors. Wenn man zurückdenkt, Shakespeare, Molière, Goethe sogar, der vom Theater her das Theater leitet und selber als führender Schauspieler auftritt. Ich habe, ohne dass ich hier meine großen Rollen gespielt hätte, auch vielen vielleicht weggespielt habe, das wurde mir nie vorgeworfen, hätte ich nicht Direktor sein. Am Schreibtisch bin ich nie gesessen. Ich habe einen Schreibtisch in meiner Direktion, hinter dem ich nie gesessen bin. Da stand das Direktortelefon, das habe ich abgestellt, man konnte ohne Anmeldung zu mir hinein. Vielleicht hat irgendeine Sekretärin einmal den Strom der Anwesenden abgebrochen. Ich war überall als Direktor zu sprechen, für alles da. Ich habe die Kammerspiele aufgewertet, wo Schauspieler im Vertrag hatten, dass sie dort nicht spielen müssen. Habe ich angefangen, meine erste große Rolle in den Kammerspielen zu spielen, mit dem Bitte? Was war das? Das war das. Der Othello darf nicht platzen, ne? Nein. Ich würde nur sagen, das ist nicht die erste Aufgabe. Für mich ist schon erste Aufgabe, ist erstmal künstlerisch hochwertige Dinge auf die Bühne zu stellen, wo ich sage, an das glaube ich. Das finde ich inhaltlich wichtig, das finde ich künstlerisch wichtig. Ich glaube, dann ergibt sich sowieso, dass die Zuschauer kommen. Also irgendwie stilprägend zu sein, oder? Nee, gar nicht stilprägend, das ist mein Stil, weil ich finde ja, ein Haus braucht auch verschiedene Stile. Also ich habe, obwohl ich ja selber regieführende Intendantin war, habe ich neben mir auch extrem starke, ganz andere Regiehandschriften gefördert, weil ich das auch wichtig finde, dass es unterschiedliche Regiehandschriften sind. Aber ich glaube einfach, dass man schauen muss, dass man eben gute Schauspieler und Schauspielerinnen und gute Regisseure an den Start kriegt, damit man einfach hochwertige Arbeit zeigt. Dann, glaube ich, kommen die Zuschauer meistens von allein. Wir sind schon über die Zeit, aber ich möchte noch etwas fragen, weil Sie beide auch gelehrt haben. Du am Reinhardt-Seminar und Sie sind ja jetzt seit 10 Jahren Studienleiterin am Mozarteum für Schauspiel und Regie. Was geben Sie den jungen Künstlern, Schauspielern, künftigen Regisseurinnen mit? Oder worauf legen Sie Wert? Wir verstummen beide. Nö, ich wollte dir den Vortritt lassen, aber... Ich weiß es nicht. Bei dir ist es lang her, eigentlich, du bist sehr jung. Ich will dazu noch zum Vorigen sagen, natürlich hatte ich ein Gewissen und habe nicht einen Dreck oder einen Schund hochgejubelt, damit Leute hineinkommen. Und ich war wie ein Luchs auf das neue Stück, das aktuell sitzt und genau die Sorgen unserer Zeit behandelt. Das hatte immer Vorrang bei mir. Aber es musste theaterwirksam sein. Sonst hat es mich nicht interessiert. Mhm. Und was nicht theaterwirksam ist, interessiert mich auch beim Lehren nicht.
Wobei ich behaupte, ich war immer ein Priester mit einem strengen Gewissen für das Natürliche. Ich habe einmal verlangt, dass meine Schüler sich selber verwenden können, so wie sie sind und wie sie reden, und nicht gleich den Faust oder den Mephisto kreieren wollen. Und wenn sie den Mephisto kreieren wollten, habe ich geschaut, ob sie der Mephisto sind oder ob sie der Mephisto sein können. Ein gemachter Mephisto hat mich im Unterricht nicht interessiert. Ich habe sofort unterbrochen, wenn einer, und ich habe auch so vorgespielt und großen Erfolg bei meinen Schülern gehabt mit meinem Vorspiel, weil ich immer ihnen gezeigt habe, wo die Sachen glaubhaft sind. Theaterspielen heißt Glauben machen. Etwas für Menschen dafür zu interessieren, was es gar nicht gibt, und die glauben das. Das kann ganz verrückt sein, das kann ganz normal sein. Es kann politisch sein und dann muss es anständig sein, sonst interessiert es mich nicht. Und anständig, so wie ich die Politik sehe, tut mir leid. Und so habe ich auch Regie geführt und das haben die gefressen. Ich habe ihnen jedem gesagt, wenn du da hinaufgehst und ich arbeite mit dir, so hast du das nicht fürs Leben, sondern du hast nur einen Schritt getan und du hast den anderen, die zuschauen, geholfen, zu kapieren, diesen Schritt. Ich habe immer vor Leuten einen armen Teufel auseinandergenommen und mit ihm ganz genau gearbeitet und so demonstrativ, dass jeder unten fast mehr gehabt hat davon, als der, der oben war. Ich habe mich auch bei ihm entschuldigt, damals sehr oft. Es erzählen ja die jungen Schauspieler heute, dass sie ganz glücklich sind, wenn sie mit dir spielen, weil du sie wirklich berätst oder ihnen Tipps gibst oder Tricks verrätst. Weil ich nicht antworte, wenn er mich unnatürlich anredet. Ja, aber es ist wirklich so, als du anfingst, Theater zu machen, war ja oft noch so ein falscher Theaterton. Und Otti hat ja irgendwie auch dafür plädiert, so einen direkten und persönlichen Ton zu finden. Und ich glaube, das ist heute immer noch... Und der hat ja vor allem die Opernregie revolutioniert, weil er dort aufgehört hat damals, mit diesem Getue. Und dass das Menschen, der Chor, das waren plötzlich Menschen. Ja. Also das war ja überhaupt eine ganz sensationelle Entwicklung. Ja, eben, und da hat ja Otti echt Vorarbeit gemacht, die wir jetzt Gott sei Dank nicht mehr machen müssen, weil es ist eben dieses, ich sag mal, äußerliche Theatermachen, wie es im Schauspiel und auch in der Oper üblich war, hast du ja wirklich sehr verändert auch durch deine Arbeit. Ich glaube, heute sind wieder ganz andere Sachen auch im Schauspiel gefragt. Aber was geben Sie jungen Leuten mit? Ja, ich glaube schon heute auch wichtig, diese Hingabe und dieses ewige auch an sich arbeiten und suchen, also dieses sich nicht zufrieden geben und auch einfach weitersuchen. Und ich unterrichte ja besonders auch die Regiestudierenden und ich glaube, es gibt kein Handwerk in dem Sinne, also Schauspieler finde ich schon, gibt es sehr viel Handwerk und auch in der Regie, natürlich gibt es Gesetzmäßigkeiten, die muss man erstmal verstehen, aber ich glaube auch viel hat etwas mit einer, dass man auch so eine individuelle Entwicklung fördert, gerade bei Regiestudierenden, weil jeder hat auch seinen Weg, aus einem Schauspieler Dinge herauszuholen. Der eine macht so, der andere so und herauszufinden, was ist für wen richtig und wie kann man das fördern. Das ist, finde ich, eine sehr individuelle Förderung, gerade bei der Regieklasse. Im Schauspiel ist es wieder ein bisschen anders. Ich arbeite ja besonders mit der Regieklasse zusammen. Aber ich finde das weil man auch nochmal seine eigene Arbeit sehr in Frage stellt. Das finde ich das Tolle, dass ich, seit ich auch Regie unterrichte, hinterfrage ich auch meine Methoden immer wieder. Ja, das sagen alle. Das ist für mich ist eine extreme Bereicherung. Und es gibt genug Nachwuchs. Ja, extrem auf jeden Fall Bewerberzahlen, das ist Gott sei Dank. Mehr bei den Akteuren als beim Publikum. Nö, ich finde, wir haben ein wunderbares Publikum. Es wird ja auch nicht weniger. Also gerade in Wien ist doch eine unglaubliche Zuschauer. Ja, aber man hat immer Sorge. Ja. Wer von Otto Schenk aus seinem reichen und wirklich interessanten Leben vieles erfahren möchte, es gibt 8 Bücher, die er in den letzten Jahren geschrieben hat. Keine Biografien, weil du willst keine Biografien.
aber es sind Schlaglichter auf viele Erlebnisse in seinem Leben und es liest sich unglaublich kurzweilig. Ich möchte hier nur, um eine kleine Würdigung anzubringen, die mir selber nicht so gut gelingt, etwas vorlesen, was Michael Niavarani anlässlich der Verleihung der Platin-Romi als Laudator am Schluss über dich gesagt hat. Vorher sagt er schon, dass er alles von dir gelernt hat, über Shakespeare und Hermann Hesse und über Thomas Mann und überhaupt hat er alles von dir und Verdi und Wagner, alles. Alles hat er gelernt von dir. Und dann, man kann alles von dir lernen. Das ist auch, ja, ne? Einfach alles. Und dann sagt er, war es unbedingt notwendig, in deinem Leben alles zu machen, was man in diesem Beruf machen kann? Musst du Theaterdirektor sein, Schauspieler, Komiker, Filmdarsteller, Theaterregisseur, Kabarettist, Opernregisseur, Buchautor? Und musst du das unbedingt alles auch noch gut und erfolgreich machen? Man hat es nicht leicht mit dir. Weißt du was? Ich vergönne dir diese Romi für dein Lebenswerk von ganzem Herzen. Du hast nichts anderes verdient. Wir haben zusammen, glaube ich, 50 Abende gemacht, so nebeneinander sitzend und vor nebeneinander. Vor 1080 Leuten. Und immer vor Tausenden. Und bei ihm im Theater, sind nicht so viele dort, beim Niavarani? Ja. Ja. Nein, wir waren in dem großen Theater. Ja. In dem ja, meine ich ja. Ja. Globe. Und es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der mir diese Würmer aus der Nase gezogen hätte. Und ich danke Ihnen in Abwesenheit für diese Zusammenarbeit, ja, muss ich wirklich sagen. Wirklich kongenial. Aber er ist auf dich zugekommen ursprünglich, nicht? Ja. Er hat an mich geglaubt. Ich glaube ja sehr selten an mich. Dafür glauben wir an dich. Lieber Otto Schenk, wir danken dir in Verehrung, dass du heute unser Josefstadt-Gespräch veredelt hast und wünschen, dass wir dich noch sehr oft sehen hier und auf der Bühne, vielleicht auch im Film. Und Ihnen danke ich auch und wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und hoffentlich kommen Sie wieder. Du willst vom Buch sprechen? Darf ich noch eine Bitte anschließen? Ich unterschreibe gratis. Also die Bücher kosten schon ein bisschen was. Ne? Gratis die Bücher jetzt hier anschließend gleich. Und bitte kaufen Sie viele. Ich verdiene an jedem Buch 50 Cent. Danke. Danke Ihnen.